War doch gar nicht so schwer, oder? Wieso hat das so lange gedauert? Hast du Blödsinn gemacht? Okay, Freedom Pals. Wir müssen in die Stadt und allen erzählen, was Cartman vorhat. Nicht, wenn ich es verhindern kann. Ihr seid so weit gekommen, nur um zu sterben, Coon and Friends. Freedom Pals! Coon and Friends. Freedom Pals! Coon and Friends, Coon and Friends, Coon and Friends! Vorsicht! Er hat so eine Art Superwaffe! Es ist vorbei, Fettarsch! Wir hängen dich sowas von hin! Ja, genau, Connor! Du krankes Stück! Halt die Klappe, Coon! Wir brauchen einander, kapiert? Ich sorge für Verbrechen und du bekämpfst es. Das Franchise braucht mich. Oh, scheiße, jetzt kapier ich's! Dann tauchte der Neue auf und wollte mir das Handwerk legen. Da musste ich mir also meinen eigenen Neuen bauen. Was hast du getan? Oh Gott! Frage! Wie besiegt man einen Coon-Freund? Indem man aus seiner DNA einen genetisch veränderten Coon-Freund erschafft. Oh Mann, das ist ja voll klischeehaft. Was meinst du, Coon? Du willst ernsthaft einen Superhelden mit einem Mutantenklon aus seiner DNA besiegen? Das passiert in jedem zweiten Superheldenfilm. Ja, weil es cool ist. Es ist nicht cool. Doch, denn das ist der ultimative Gegner. Ach, halt die Klappe. Wie auch immer, ich habe leider die DNA vom Wunderarsch nicht. Deshalb musste ich einen anderen Superhelden klonen. Oh Gott. Welchen Superhelden? Oh nein. Oh nein! Nein! Oh mein Gott! Guck mich mal an, Karl! Ich bin eine grauenhafte Genmutation! Keine Sorge! Wir kriegen das wieder hin! Nein, die zelluläre Umstrukturierung hat mein Hirn beeinflusst und wenn ich euch nicht angreife, kriege ich Migräne! Macht euch bereit, Schwächlinge! Ach du Scheiße, besiege den alternativen mutierten Human Kind. Was? 9750. Warnung, diesen Boss. Ist ruhig, Cousin. Alles wird gut. Sorry, Kyle, ich bin voller Mutantenwut und muss euch platt machen. Halt, wartet mal kurz. Okay, Mephisto. Gibt es ein Problem, Doktor? Ah, okay. Ich will doch auch zuschauen, wenn ein genmutierter Superheld seine winzigen Gegner einen nach dem anderen zu roter Pappe zerstampft. Ignoriert mich. Okay. Tod von oben. Oh! Arsch in Ruhe, du Versager! Holy crap, Mann. Holy crap. Auf jeden Fall müssen wir ihn mal bluten lassen. Wenigstens bitte immer wieder. Nicht in die Augen. Die Brille wurde mir verschrieben und es dauert ewig, eine neue zu kriegen. 190 und Verteidigung runter. Das ist definitiv etwas, was wir gut gebrauchen können. Ich startbereit. Humankind ist startbereit und haut ihm. Nein, das zählt nicht. Humankind ist startbereit und haut ihm voll in die Kanne. Oh, bitte nicht auf diesen. Da ist letztens eine Blase geplatzt und er hat sich entzündet. Oh Gott. 181, 317. Boom. Nein, dich überspringen wir kurz. Ich erstelle einen Klon von mir. Wunderärsche überall. Okay, was machen wir? Wir machen natürlich einen Drachentanz. Oder das macht gleich viel Schaden. Drachentanz! Und wir tanzen noch einmal! Drachentanz! Wir tanzen dich zu Tode! Er hat noch immer 7000 Leben. Oh, jetzt ist er dran? Wieso ist er dran? Kannst du nicht irgendwie mit deinen Fürzen ausweichen oder so? Versucht. Kann jemand bitte in meine Falten klettern und meinen Blutfluss stoppen? Jetzt ist er jede zweite Runde dran. Oh, man. Call Girl ist kein Passwort zu komplex. Der klopft mich doch überhaupt nicht. Oh, jetzt ist er jedes zweite Mal dran. Ja. Oh Gott, wir brauchen Moses. Wir brauchen halt Moses. Pause, Pause. Ich hab Fingertouch auf der Brille. Das Ding schaffen wir nicht. Wir müssen durchhalten, bis es Tag wird. Seine Haut verträgt das Sonnenlicht nicht. Wie sollen wir bis morgen früh durchhalten? Keine Ahnung, aber wir müssen es versuchen. Okay, kann weitergehen. Brille ist wieder sauber. Ich hab mich schon gefragt, warum der ein Riesen... Was würde... Diesen Trotteln Schutt und Asche... Hey, du solltest jetzt den Furz einsetzen, bei dem sich die Erde um 180 Grad dreht. Ich weiß. Und da hinten ist ein Ventilator, also wunderbar. Es werde Tag. Wenn ich mit Sonnenbrand nach Hause komme, gibt's einen Riesenärger.
Faszinierend. So. Jetzt ist der Ventilator kaputt. Human Kite. Hau drauf. Halt auf deine Kurzsichtigkeit. Tri-Beam. Wow. Das hört bestimmt irgendwann wieder auf. Ich weiß gerade nicht, was... Wow, hier unten lebt noch jemand? Was seins gerade bringt. Hier kommt dein Tod. So, draufhauen. Okay, alles gut. Ich bringe euch jetzt weiter um, okay? Ah, das ist die Zeit, in der er nicht angreift. Jetzt muss ich 3 Runden warten. Oh, jeez. Oh, jeez. Oh, jeez. Sandfalle! Mein Arm ist zwar nur ein Kratzer, aber es juckt voll wegen meiner Allergien. Au. Nein. Wenn du Glück hast, lässt Mysterion dir das durchgehen, Arschloch. Oh Gott. Ich brauche hier definitiv... Aha. Ich hoffe, das reicht und danach ist Moses dran. 250. Leben. Der Kite bringt das Leid! Ah, Kite ist dran. Sehr gut, dann kann ich Moses holen. 300 Schaden. 240. Wird 300 Schaden bringen. Aber, oh, wir haben noch ein Wunder? Judenpfadfinder Ehrenwort. Der Geht's war Moses? In der Ruhmeshalle der allerbesten Freunde. Alle Sünden mögen vergeben werden und alle Sklaven frei sein. Hell wie der Tag. Oh Gott. Au! Hilfe ist am Anflug! Ultimative Kraft bereit. Wie viel Schaden macht ihre ultimative Kraft? Ich bin's! 292 ist mir zu wenig. Das macht nämlich auch 292 Schaden. Instagram, sonst mache ich das gleich nochmal. Das tut mir sehr leid. Oh mein Gott, das hat echt wehgetan. Es tut mir echt leid. Okay, nutze deine phänomenale Flatulenz, um es wieder Nacht werden zu lassen. Oh, es geht gerade. Sehr nice. Danke für den Hinweis. Hätte ich noch ein bisschen Babyöl, ging das alles viel schneller. So, jetzt müssen wir reinhauen. Oh, Mysterion ist wieder zurückgelaufen. Ich glaube, ihr solltet ihn jetzt angreifen. Ja, ich greife ihn ja an. Leg dich nie mit unsterblichen Viertklässlern an. Ich greife ihn ja an. So, und jetzt die Ulti mit 2034 Schaden. Das ist so nice. Die Assassinen-Ulti ist so unglaublich stark. Oh. Okay, passt. Kann weitergehen. Aha, okay. Man kann ihm eine bestimmte Anzahl an... Schaden. Oh, ich kann weiter angreifen. Wie nett. Wie durchaus nett von ihm. Oh, und unsichtbarer Drachentanz. Du schaffst das. Abgelaufen und tschüss. Ich kann ihn jetzt leider nicht mehr holen. Oh mein Gott. Verdammt. Wie machen wir das jetzt? Ich stelle mich am besten nicht in eine gleiche Reihe. Dann treffe ich ihn aber nicht. Shit Nuggets. Boom! Super, von der Arsch! Ah, er trifft Humankite nicht. Sehr gut. Oh, das sieht schmerzhaft aus, Neuer. Aha. Aha. Der Wind der Gerechtigkeit! So, Humankite. Ups. Komm, er greift ihn an. Scheiß drauf, wir müssen cool, maximalen toll, Schaden reinhauen. Geschmort. Oh. Die Kite ist down. Oh, wir haben wieder unsere... Oh Gott! Das war viel. Das war viel. Ultimative Kraft freigeschaltet. Zeit für ein sauberes Mobbing. Das bringt halt... Na, so viel wie das hier. Ja! Ja! Sag
Gerechtigkeit. Schön, deine kaputte Lippe auf dem Bild. Oh Mann. Oh nein. Nein, Korgel. Es ist soweit. Du büßen. Hallo, Akbar. Was? Sanktion, aber mit Inklusion. Sanktion, aber mit Inklusion. Das war's mit dir, Human Kai 2. Oder Kai 2. Ein allerletzter Furz. Hau alles raus, was du hast. Hallo, Tauli. Was? Oh mein Gott, das wird der Furz, das... Unglaublich. Wow. Ich dachte immer, es kommt auf die Anzahl der Ärsche an. Dabei sind die inneren Werte des Arsches wichtiger. Wow. Das war ein Furz. Oh, oh, ich glaube, ich habe mir einen Muskel gezerrt. Dann sollte ich wohl lieber nicht mehr mitspielen. Hundearsch, alles okay? Der letzte Furz hat ihn vielleicht umgebracht. Alter, das war ziemlich krass. Ich habe noch nie so eine Dröhnung gehört. Tja, ich hoffe, die Führung hat euch gefallen. Vielleicht wisst ihr jetzt mehr zu schätzen, was uns Genmanipulation alles ermöglicht. Ihr könnt jetzt gehen. Einfach durch den Souvenirladen da. Souvenirladen? Schaut euch einfach ein bisschen um, bevor ihr nach Hause geht. Vielleicht habt ihr Interesse an einem Ich-habe-Genmutanten-überlebt-T-Shirt. Oder ein Foto für 13 Dollar. Jede Menge Andenken an den Ausflug. Lasst uns hier abhauen. Was für ein Bullshit. Ja, aber echt, was für ein Bullshit. Wir müssen Cartman verpfeifen. Und dann wen? Weiß nicht, wie spät ist es? Es ist... Oh, scheiße! Oh nein! Was ist Mysterion? Wunderarsch hat so heftig gefurzt, dass es nächste Woche ist. Was? Schaut auf eure Handys, es ist 10 Tage später. Oh toll, Wunderarsch hat uns eine Woche vorgefurzt. Scheiße, wir sind am Arsch! Na großartig. Cartman wird heute als Bürgermeister vereidigt und das ist nur die Schuld von Wunderarsch. Los Leute, wir müssen ihn aufhalten. Was zur Hölle? Was? Okay. Freedom Pulse, hier Mysterion. Ich bin jetzt im Rathaus. Das müsst ihr unbedingt sehen. Triff dich im Rathaus mit den Freedom Pals. Machen wir nichts lieber als das. Nichts lieber als das. Victory, Victory. Hey, Tony. Oh, Kacke. Wie lange habe ich geschlafen? Habe ich was verpasst? Okay, Mann. Peace out. Peace out, Bruder. Oder Handtuch. Ich weiß es nicht. So, wie schnell kann man da hinreisen? Es ist Laufen einfacher. Genau. Da ist das Laufen einfacher. Mitch Connor. Schwule Fische, schwule Fische sein. Klar, dass du das nicht verstehst. Wie könntest du auch? Lass schwule Fische sein. Die ganze Zeit dieselbe Frage. Was wohl der schwule Fisch... Alter, schwuler Fisch, halt die Klappe. Kanye West, halt die Klappe. Armer Seaman. Yeah! Wuhu! Ach, gewonnen, komm. Gewonnen, Bitches! Gewonnen! Yeah. Toll. Freut euch auch sehr. Mitch Connor ist Bürgermeister! Der krempelt den Laden um! Yeah! Das ganze Rathaus ist eine einzige Festung. Wie kann Cartman das machen? Er kann machen, was er will. Er ist Bürgermeister. Seht, am Fenster. Fickt euch, Leute. Ich werde total viele Gesetze erlassen und euch total in den Arsch ficken. Oh nein! Vorbei, das war's. Gott. Aber das darf's nicht gewesen sein! Das war's, Kyle. Dank Wunderarsch ist Cartman Bürgermeister und keiner kann uns mehr retten. What? Neuer! Freeman. Neuer, kommen! Wer ist das? Das ist bestimmt Morgan Freeman. Neuer? Es gab eine Zeitverschiebungsanomalie. Ich vermute, sie kam aus deinem Arsch. Komm zum Taco-Laden. Wir müssen das beheben. Ei, Gott. Ihr habt's gehört. Alle Freedom Pals kommen sofort zu Freemans Tacos. Auf zu Freemans Tacos. Ja,
Ah, das Spiel, das ist so bescheuert. So, nur noch ein kleines Stückchen weiter. Dann sind wir bei Freeman's Tacos. Tom's Rhinoplasty. Die Bank. Und nach der Bank kommt dieses unscheinbare Gebäude. Und da ist auch schon Freeman's Tacos. Wie süß bin ich bitte, wenn ich wütend bin? Oh mein Gott. Okay, Wunderarsch ist da.